hat sich im Rahmen dieser Interviews bewährt, wenn wir gar nicht diese Frage-Antwort-Situation machen, sondern wenn wir das, was wir wissen möchten, letztlich sich aus deinen Erzählungen chronologisch entwickelt. Und wenn ich chronologisch sage, dann meine ich durchaus beginnend mit deiner Geburt, wo das war. Vielleicht da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur von einer Postkarte, die die Großmutter geschrieben hatte an Verwandte und die ich später als 12-jähriger Junge fand. Auf dem Reppersberg, da wohnten wir, wurde ein Junge geboren, 56 cm groß und 8 Pfund schwer. Gut. Wenn wir also aus deinen Kindertagen über die Schulzeit kurz und dann irgendwann kommt ja der Moment, in dem du mit Marburg in Kontakt gekommen bist. Vielleicht gab es da schon familiäre Vorprägungen und dann eben über diese Marburger Zeit, die aktiven Zeit und dann darüber hinaus dein burschenschaftliches Leben dort und natürlich auch dein berufliches, dein familiäres Leben, was sich daraus entwickelt hat, sodass wir quasi den Weg von Beginn an so nachskizzieren können. Das wäre uns ganz lieb und wir würden dann gerne dich erzählen lassen und nicht alle zwei Minuten eine konkrete Frage stellen, sondern vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Vertiefungsfrage stellen in dieser Richtung. Und wenn dir das nicht zu oberlehrerhaft ist, dann würde ich dich bitten, anzufangen, indem du dich namentlich vielleicht kurz vorstellst. Das ist mittlerweile eine kleine Tradition, so fangen alle Videos an. Ja. Das wäre auch in dem Fall ganz schön. So. Ich möchte einiges, allerdings auch was vielleicht den zeitlichen Ablauf etwas anders gestaltet, als ihr es vorhabt. Einiges doch aus dem Wiederbeginn des Bundes 1948 bis 1951, wo ich als AHA-Vorsitzender ja die schwierigsten Aufgaben hatte, die Beschlagnahmung von Haus, die Beschlagnahmung des Vermögens, Verbot und Wanderverein und so weiter. Und dann vor allem eine Reihe von Gesprächen, die ich nicht hier einzeln bringe, aber die Tatsache. Der damalige Bundespräsident Professor Theodor Heuss war alter Freistudent an Schwab und hat also irgendwo etwas, als er hörte, alte Herrenverbände machen sich wieder auf, hat er gesagt, das müssen aber sehr alte Herren sein. Und ich war in meiner Abgeordnetenzeit wiederholt abends zum Abendessen mit anderen Kollegen bei Heuss eingeladen. Und gegen 10:45, wenn protokollarischer Schluss war, kam der persönliche Referent zu einzelnen Teilnehmern und sagte, Herr Bundespräsident lässt Sie bitten, in der Ecke da und da Platz zu nehmen. Er beabsichtigt, sich dort noch zu einem längeren Gespräch einzufinden. Und ich habe also, dann wurde richtig pokuliert. Das dauerte aber bis 3 Uhr oder 4 Uhr. Und wiederholt habe ich lange Gespräche mit ihm gehabt, zu rechtfertigen das Wiederaufleben der Kooperation. Und das hatte ihn nachher doch so beeindruckt, dass er sagte, ich habe gesagt, ich habe beim Burschentag erst eine Rede gehalten vom Sinn und Unsinn der Kooperation. Da hat er dem persönlichen Referenten Hans Bott gesagt, Bott, beschaffen Sie mir mal den Wortlaut jetzt von den Vorträgen von dem Herrn Helwig. Also so habe ich also doch also auf höchster Ebene etwas für die Idee der Kooperation tun können. Die Hauptbegründung war, erstens, dass die gegenüber den Massenorganisationen und Zwangsmitgliedschaften, die bis dahin bestanden, bis Ende 45 und so weiter, die kleine überschaubare Gemeinschaft, das war, was die Studenten brauchten. Und das Zweite, dass ohne die Altherrenverbände der alten Kooperationen von den Universitäten im deutschen Osten die Erinnerung an diese Universitäten völlig verloren ginge, dass die wirkliche Tradition der ostdeutschen und der damals zonalen Universitäten von den Altherrenverbänden und den im Westen wieder entstandenen Kooperationen gepflegt würde.
Und das hat ihm, das hat also doch dem guten Papa Heuss also gefallen. Ja. Gut, wir waren bei der Geburt stehen geblieben. Also, da habt ihr schon Aufnahme. Ich habe jetzt ein paar Testaufnahmen gemacht, glaube ich. Also der Ton ist in Ordnung, wir könnten jetzt durchstarten. Naja, Fritz Selbig, geboren 3. August 1912 in Saarbrücken. Abitur 18. März 1930 in Saarbrücken. Am Reformrealgymnasium, wovon dem mehrere Bundesbrüder schon kamen. Der eigentliche Werber für die Burschenschaft Rhein-Franken am Reformrealgymnasium war der Studienrat Adolf Burmeister, Altphilologe aus dem Altphilologischen Verein der Marburger späteren Burschenschaft Rhein-Franken. Sodass also vor meinem Jahrgang schon 4 alte Schüler unserer Schule Rhein-Franken waren. Wieso Marburg? Das Saargebiet war ja eine Neugründung aus pfälzisch-bayerischen Teilen und aus preußischen Teilen der Rheinprovinz, sodass auch die konfessionelle Situation bei der Wahl der Universität eine Rolle spielte. Die Interessenten aus den katholischen Provinzen, Südteil des Regierungsbezirks Trier, gingen nach Bonn. Das waren die katholischen Studierenden. Die Protestanten gingen, soweit sie aus dem preußischen Teil kamen, gingen nach Marburg. Denn Saarbrücken war ursprünglich Residenz einer Linie der Grafen von Nassau. Und daher war die Verbindung zu Hessen und die Verbindung zur Universität Marburg. Und die Protestanten aus dem pfälzisch-bayerischen Landesteil gingen nach Heidelberg. Das war in Erinnerung an das reformierte Bekenntnis der Kurpfalz. Daher war Marburg die Hochburg von protestantischen Studierenden aus den ehemals preußischen Landesteilen im Saargebiet. Verband ein Verein der saarländischen Studierenden in Marburg war die Zusammensetzung dementsprechend. Ja, mein Ehrgeiz war nach 4 Semestern Aktivität doch mehr in die wissenschaftliche Richtung. Zunächst war das Aktivwerden nicht ganz ohne Hindernis. Mein Konabiturient Walter Klees und ich, wir wollten zwar bei den Rhein-Franken, waren auf der Kalkneipe und Walter Klees hatte sich schon aktiv gemeldet, ich noch nicht. Wir wohnten zusammen mit anderen Rhein-Franken aus Saarbrücken bei dem Bäckermeister Stoll am Hirschberg. Und dann hatten wir beide doch schon den Fuchsenkater, ehe ich aktiv war. Und ich wollte aber Anschluss haben und ging zur Sportvereinigung Marburger Freistudenten. Trainierte also Mittelstrecken und lief also auch im Stadtstaffellauf durch Marburg für die Marburger Freistudenten. Aber dann fand ich doch, also, dass man da ein ziemlicher Einzelgänger war. Und dann haben wir in der Pfingstpause 1930 nochmal mit Professor Burmeister gesprochen. Er möchte doch beim Bund ein gutes Wort für uns einlegen, trotz unserer ersten Ablehnung uns wieder einzuladen. Und so sind wir nach dem 50. Stiftungsfest 1930 noch nach der Pfingstpause aktiv geworden. Sogar die letzten Wochen dieses Sommersemesters 30 wurden uns noch als volles Semester angerechnet. Darf ich da kurz einhaken? Du nanntest das Fuchsenkater. Das ist eine Begrifflichkeit dafür, dass man einer Keilkneipe beiwohnte und am Ende der Kneipe nicht aktiv wurde. Nein, sondern dass man auch den Fahrplan kannte. Also die alleine, ich weiß nicht, wie viele Feststunden mussten gemacht werden. Morgens im Sommer von 7 bis 8 und im Winter von 8 bis 9
Und zur Wahl mittags, vor dem Mittagessen war eine Stunde, nach dem Mittagessen war eine Stunde und abends war nochmal von 18 Uhr kurz vor der Abendkneipe. Und dann also Kneipen, der strenge Kneipkommand und. Also keine Stunde Freizeit mehr ungefähr. Das war das, was man so Fuchsenkater nannte. Hinzu kam natürlich auch der Kater nach der ungewohnten Alkoholmenge, die man also bei den ersten Versuchen da zu verdauen hatte. Aber wie gesagt, Walter Klees war schon aktiv, trug schon Fuchsenband, aber der wollte ja leichtathletischer, also Turnfach, und wollte also auch trainieren. Und ich erinnere mich, wir waren beide nach der Pfingstpause gerade aktiv geworden und kamen sonntags zum Mittagessen mit einer Viertelstunde Verspätung aufs Haus. Und der Sprecher Hans von Oesen, wir mussten bei ihm antreten, wieso Verspätung und so weiter. Dann habe ich gesagt, wir kommen von den Gaumeisterschaften der Leichtathleten. Wieso? Ja, hier, Walter Klees ist gerade eben hessischer Gaumeister im Weitsprung geworden. Wie, ist ja großartig, damit war die Situation gelöst. Der erste Tag, da wurden wir schon von den ehemaligen Schülern unserer Schule, die schon Rheinfranken waren, schon in Empfang genommen. Und daher hatten wir ja auch die Wohnung bei dem Bäckermeister Stoll, weil da schon Rheinfranken wohnten, die Saarbrücker Rheinfranken. Da wurden wir also da reingeholt. Also die Saarbrücker Rheinfranken und die dazugehörigen Angehörigen der Leibfamilie, Leibbursche und Leibfuchs und so weiter, bildeten also eine Zelle in der damals sehr starken Aktivitas. Wir waren ja praktisch beinahe 40 Aktive. Und das war die Ortsgruppe, hieß es immer nur, die Ortsgruppe Saarbrücken. Und wir genossen auch einen beachtlichen Ruf in mehrfacher Hinsicht, nicht nur guten, sondern auch schlechten Ruf, weil wir alle möglichen Streiche anstellten. Nach dem ersten Semester, in den ersten Semesterferien, hatte ich erheblich Geld verdient. Ich schrieb schon als Urprimaner für die Heimatpresse. Und hatte im August 1930 verschiedene gute, honorierte Beiträge geschrieben. Ich formulierte damals beim Ausgrabungsamt, Konservatoramt für alte Geschichte und Ausgrabungen und die Geschichte Rheinland und so weiter. Und als das Wintersemester begann, lud ich die ganze Ortsgruppe an einem Sonntagabend zu einer kalten Ente ein. Da wurde das Honorar versoffen. Die Burschen, waren ich glaube 8 oder 9 waren es, hatten also die große Kanne, die 5-Liter-Kanne für eine kalte Ente, innerhalb von 3 Viertelstunden geleert. Ich ging runter zum Fax, Busch hieß der, und sagte, Herr Busch, nochmal eine Füllung. Und dann komme ich nach oben mit der Kanne und da war die Wirkung schon erkennbar. Da hatten der eine hatte schon einen Sessel vom roten Zimmer runter in den Kneipsaal geworfen und ein anderer lag unten und schrie vor Schmerzen, der war von der Tribüne im ersten Stock auf die Hängelampe draufgesprungen und war runtergefallen und hatte einen doppelten Unterkieferbruch. Und der dritte hatte die Fensterscheiben zu der Damentoilette eingeschlagen. Der wollte nämlich irgendwo sich zur Ruhe zum Schlafen legen. Also ich sah das und sofort richtig reagiert, die volle Kanne rauf auf den Paukboden gebracht und in der Ecke hinter dem Paukzeug versteckt, dass da keiner mehr dran kam. Und am Montag darauf war natürlich der Konvent, also die beiden Altinaktiven, die dabei waren, bekamen also eine verschärfte Rüge, verschärften Verweis und so weiter. Und der Harmlos bekam eine Woche Demission und ich wurde freigesprochen, obwohl ich der Einladende war. Warum? Weil ich also den Kopf behalten hatte und das Getränk weggestellt hatte. Ist das denn danach noch verwertet worden oder ist das da umgekommen?
Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Also jedenfalls, einer musste, wir haben ja sofort in den sanitätischen Notdienst der Universitätsklinik gekommen. Und ich glaube, wir haben nachher möglicherweise in den nächsten Tagen, aber nicht mehr am Abend, also da waren wir nüchtern. Ja, und dann war meine Überlegung natürlich nach den 4 Semestern, ich kam ja aus dem Grenz- und Auslandsdeutschtum, aus dem Saargebiet, und war der Vertreter des Bundes in der Bourse. Das war das Studentenheim und Studienzentrum fürs Grenz- und Auslandsdeutschtum am Roten Berg oben, Professor Mannhardt. Und ich war also ganz stark in diesen Dingen drin und hatte dementsprechend auch im Bund nachher als Bursche die Verantwortung auch für das burschenschaftliche Grenzchen, die Vortragsarbeit und die Grenz- und Auslandsdeutschen Probleme, Vorträge über die Ostprobleme und so weiter. Und aus dieser Überlegung heraus war ich an der Fortsetzung des Studiums in Wien interessiert. Vor mir war Egon Bünger, auch alter Herr damals, also er war 2 Semester älter oder 4 Semester älter, war schon in Graz gewesen und war von Graz nach Wien sofort gegangen, weil seine Bude in Graz Wanzen hatte. Und er vererbte mir seine Bude bei dem Friseur Zimmermann in der Porzellangasse 10 in Wien. Und so habe ich 1 Semester in Wien, denn mich speziell also auch hier wieder mit dem Deutschtum Österreich und Studienfahrten Ungarn, deutsche Siedlungen in Ungarn, Burgenland und Südtirol und so weiter beschäftigt und war da im Seminar bei dem damals bekanntesten Wiener Historiker, war ehemaliger Kultusminister, dem Heinrich von Sirbig. Er war also der Deutschnationale unter den Wiener Historikern. Und Thema war die nationale Frage zwischen 1848 und 1866. Und das gab mir natürlich in der Beurteilung gerade der nationalen Einigungsbestrebungen einen erheblichen Anstoß, dass also die nationale Frage nicht nur mit preußischen Augen, sondern auch mit österreichischen Augen zu sehen war. Und dabei stieß ich auf Publikation des einen oder anderen Dokumentes, was die Saarfrage 1966 in der französischen Rheinpolitik betraf. Und habe da den Professor Sirbig gefragt, ob ich das Thema nicht aufgreifen könnte, um zu promovieren. Und da sagte er mir, der eigentliche Fachmann für diese Zeit, Rheinpolitik von 1860 bis 1870, vor allem 1866, ist der Kollege Hermann Unken in Berlin. Gehen Sie besser zu dem Kollegen Hermann Unken nach Berlin und sagen einen schönen Gruß von mir. Ich hätte Ihnen empfohlen, sich bei ihm zu melden. Und so kam ich nach Berlin und in der Sprechstunde sofort bei Unken, da kam man damals wesentlich leichter zum Gespräch mit Professor, und da habe ich ihm das gesagt. Sagt er, ja, das hört sich ja ganz gut an. Machen Sie mal einen Entwurf, wie Sie sich das denken. Und das war also die Vorgeschichte der Dissertation, die dann Ende 1933 zum Dr. Phil führte. Im Mai 1934 war die formelle Promotionsfeier. Und vorher schon war das Buch erschienen, Der Kampf um die Saar 1860 bis 1870, Beiträge zur Rheinpolitik Napoleons III. Und so war ich also von Berlin schon fertig. Nach 7 Semestern, jeder wird sagen, wie ging das denn? Damals konnte man den Dr. Phil in Berlin schon nach 6 Semestern machen. Man hatte aber ein Prüfungsfach mehr. Ein Pflichtprüfungsfach war Philosophie. Und das hatte ich also bei Eduard Spranger, dem berühmten Verfasser des Buches Psychologie des Jugendalters. Er war damals die Koryphäe.
Naja, das war Berlin. Und mein Vater war nun schon gestorben im August 1933 und ich volontierte in den Ferien bei der Saarbrücker Handelskammer und war dann sofort von der Promotion an, meldete mich bei der Handelskammer zurück. Am 19. Dezember fuhr ich in Berlin ab. Am 20. Dezember war ich bei dem Chefsyndikus der Handelskammer und stellte mich vor und sagte, Sie können sofort anfangen. Und dann habe ich das Pressereferat bei der Handelskammer gehabt. Und das war natürlich eine Schlüsselstellung, um also auch die Gesamtheit der wirtschaftlichen Probleme vor der Rückgliederung des Saargebietes. Das Saargebiet war ja Glied des französischen Währungs- und Zollgebietes. Und so war ich also mitten in die aktuellen wirtschaftspolitischen Fragen hineingeworfen. Und aufgrund dieser Tätigkeit zunächst als Volontär vorher, war ich also auch bestens informiert, sodass also der Nationalökonom Ludwig Bernhard, ich hatte Nationalökonomie als Nebenfach in der Promotion, mir in den Beurteilungsfragebogen reinschrieb. Ich wusste es natürlich nicht, aber Hermann Unken hat mich nach der Promotion zum Tee eingeladen und mich dann beiseite geholt und gesagt, sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich bei dem Kollegen Bernhard gemacht? Der hat da in das Urteil reingeschrieben, er habe noch nie einen Historiker getroffen, der so viel schon von der Wirtschaft wusste. Ja, und so war ich dann plötzlich also als Pressereferent der Saarbrücker Handelskammer mitten in die ganze Problematik Wirtschaftsrückgliederung von einem Wirtschafts- und Währungsgebiet zum anderen. Heute würde man sagen, naja, in der EU ist das doch kein Problem. Keine Zollgrenzen, keine Währungsgrenzen und so weiter. Damals war ja der gesamte Außenhandel beeinflusst A, durch die Wechselkurse. Jede Regierung hat die Wechselkurse nach ihrer eigenen wirtschaftspolitischen und handelspolitischen Interessenlage bestimmt. Zum Zweiten war also der Außenhandel durch die Währungsfrage mit Wechselkursen, zweitens durch die Zölle und drittens durch die Kontingentierung. Neben der Belegung des Außenhandels mit Zöllen war auch eine mengenmäßige Beschränkung bei den meisten Importgütern vorgesehen. Und diese dreifachen Hindernisse haben ja zu der völligen Schrumpfung des interstaatlichen, zwischenstaatlichen Handelsverkehrs geführt und waren ein wesentlicher Grund auch für die Wirtschaftskrise, dass jede Regierung das selbst versuchte. Aber das waren so die Lehren da. Naja, dann habe ich also 35 Spaß gekriegt. Durch die Arbeit an der Dissertation war ich mit der Tätigkeit des Eisenhüttenindustriellen Karl Ferdinand Stumm vertraut worden und dachte dann, Stumm gab es kaum was. Das wäre eigentlich ein Thema, er war auch Präsident der Handelskammer gewesen, Chef der ganzen Verbände der Saarwirtschaft bis in etwa 1900. Und da habe ich Verbindung mit der Familie aufgenommen, um also nachzuforschen, wo der Nachlass wäre. Und arbeitete dann auch ein ganzes Jahr lang an der Aufarbeitung des biografischen Materials über Stumm. Speziell nicht nur als Unternehmer und als Hüttenmann, sondern vor allem als Politiker. Er war ab 1966 Abgeordneter, zuerst im Norddeutschen Reichstag, dann im Deutschen Reichstag. Dann wurde er 81 bis 86 war er Mitglied des Preußischen Herrenhauses und dann war er wieder Mitglied des Reichstags bis 1901, bis zu seinem Tod. Und war aus der Unternehmerseite einer der geistigen Väter der gesetzlichen Sozialversicherung. Freund von Bismarck, von Wilhelm II. Und so weiter. Und ich wurde von der Handelskammer stark freigestellt,
konnte in Berlin also nochmal ein Zimmer beziehen und die Akten arbeiten in den Ministerien oder im Preußischen Staatsarchiv durchführen. Das wurde 1936, zum 100. Geburtstag war das Buch fertig, Ende März 1936. Und im Frühsommer 1936 oder schon vorher war mein alter Marburger Lehrer, damals noch Privatdozent und dann AO-Professor in Heidelberg, der war zu einer Grenzlandfahrt im Saargebiet. Und da haben wir über das gesprochen. Da sagte er, hören Sie, Helwig, Sie wollen doch in die Wissenschaft. Das ist doch eine Gelegenheit, dass Sie dich habilitieren. Und es war gerade neu die Reichshabilitationsordnung mit der Einführung des Dr. Habil. Und ich sagte, na gut, aber die Arbeit hier ist ja schon im Druck. Ist ja keine ungedruckte Arbeit. Sagte er, wir werden in Heidelberg bei der Fakultät darüber sprechen und Ihre bisherigen Publikationen und die Biografie von Stumm und die Fakultät hat beschlossen, wird als Habilitationsarbeit anerkannt. Und so habe ich also am 13., 14. Juni 1936 das mündliche, das Kolloquium mit der Fakultät für die Habilitation gehabt. Musste natürlich ein anderes Thema sein. Ich hatte vorgeschlagen, weil ich ja lange Jahre schon seit 1930 an der historischen Geografie und Siedlungsgeschichte, Bevölkerungsgeschichte gearbeitet hatte, das Thema vorgeschlagen, die Erweiterung der Siedlungsgeschichte zur Bevölkerungsgeschichte anhand von Beispielen aus dem Saarindustriegebiet. Die These war nämlich, auch in die ganze Problematik von Bevölkerungsgeschichte und Rassengeschichte hineinführte. Und die These war, dass von einem einer einheitlichen Abkunft der beiden deutschen Stämme, der rheinfränkischen Franken und der alemannisch-fränkischen Franken aus der Pfalz, gar nicht so mehr die Rede sein konnte, sondern dass durch die Entvölkerung im Dreißigjährigen Krieg und die Wiederbesiedlung eine ganz bunte Mischung von Neusiedlern, Ansiedlern gekommen ist, die im 19. Jahrhundert ergänzt wurde durch die Ansiedlung von Industriearbeitern, von Bergarbeitern. Aus allen deutschen Bergrevieren wurden Bergarbeiter nach dem Saargebiet geholt. Und dass also ich sagte, die reine Siedlungsgeschichte, die sich nur mit den Formen befasst und mit den Namen der Dialektik und so weiter, muss ergänzt werden, denn der Hintergrund dazu ist die sehr bunte Bevölkerungsgeschichte. Naja, und damit war ich habilitiert. Ja, wurde dann Dozent an der... Ich wollte eigentlich nur im Nebenberuf Lehrauftrag in Heidelberg kriegen und wurde zu meiner großen Überraschung dann plötzlich als Dozent kommissarisch ins Beamtenverhältnis berufen an die Hochschule für Lehrerbildung in Saarbrücken. Und schon in den ersten Wochen gab es Reibungen hinsichtlich der beamtenrechtlichen Situation, in der ich mich befand, NS-Dozentenbund und so weiter. Und im Juni 1938, nach gerade 6 Monaten, habe ich dem Herrn Reichs- und Preußischen Erziehungsminister den Brief geschrieben, unter den mir so gestellten Bedingungen bin ich nicht in der Lage, die Dozentur wahrzunehmen. Ich bitte daher um Entlassung aus dem Staatsdienst. Der Vorsitzende des Dozentenbundes, guter Freund der Familie, der auch das nur halbherzig war, sagte mir gleich, ist besser, Sie lehnen ab. Und der Rektor oder Präsident der Hochschule für Lehrerbildung sagte mir, als Chef des Lehrkörpers müsste ich Ihnen raten, bleiben Sie. Als Vater würde ich Ihnen sagen, lehnen Sie ab. Ich sage, schönen Dank.
Und da war mal klar, damit war politisch an der Saar natürlich keine große Zukunft zu erwarten. Und dann habe ich die erste Gelegenheit der Verbindungen mit Düsseldorf, der Beratungsstelle für Werks- und Wirtschaftsarchiv, aufgenommen. Und da ich in Saarbrücken auch das Wirtschaftsarchiv hatte, habe ich die Einladung bekommen, nach Düsseldorf zu kommen und dort die Beratung der gerade beginnenden Werks- und Firmenarchive zu übernehmen. Und in dieser Eigenschaft habe ich auch Besuche im Werksarchiv von Krupp gemacht. Und da hat eine junge Dame gesessen, ein Fräulein Dr. Margarete Werners. Und das war im Juni 1939, warst du bei uns im Büro. Naja, und am 1. November 1939 haben wir geheiratet. Damit ist, glaube ich, genügend der Vorgeschichte erzählt. Stiftungsfeste war ich dann auch regelmäßig, jedes Stiftungsfest da. Wir haben manchen Streich gespielt. Ein Stiftungsfest habe ich noch in Erinnerung, das war im Mai 1933. Ich war als Inaktiver von Berlin gekommen zum Stiftungsfest. Und für die Nachfeier blieben wir auf dem Haus oben, nein, für die Hauptfeier, wir hatten Smoking an, bis, und wollten auf der Terrasse den Sonnenaufgang erleben. Und sind dann von dort aus aufs Schloss gezogen und haben auf einem der Steinpfosten vor dem des Seiteneingang zum Schloss haben wir alle Smokingkragen abmontiert und ein Freudenfeuer gemacht und die Smokingkragen verbrannt. Protest gegen die höfischen Sitten. Du hattest erzählt, du warst in Marburg, dann warst du ein Semester in Wien. Wien und dann bist du nach Berlin. Dann zwei Semester studiert in Berlin. Ja. Im achten Semester war ich schon beurlaubt und hatte die Arbeit abgegeben, 1. November 1932. Und am 11., 13. und 14. Dezember 1932 waren die mündlichen Prüfungen fürs Doktorexamen. Am 11. muss ich erzählen, das fing war um 18 Uhr angesetzt im historischen Seminar. Und um 15 Uhr musste ich noch den Vorsitz eines EGs zwischen zwei Marburger Buchsen in Berlin übernehmen. Wie war es dazu gekommen? Also Ehrengericht? Ehrengericht, ja. Ja, das ist eine gute Ablenkung gewesen. Was war da vorgefallen? Och, was? Versoffener Kopf. Ja, ja. Ja, ich musste auch den, war der Bundesbruder Memmert, er ist nach Mediziner, er ist nach langen Jahren Haft in der DDR nach Kassel gekommen, ist aber sehr bald gestorben. Wolf Dietrich Memmert. Und er hatte auch also irgendwie einen Rammstahl in irgendeinem Berliner Stammtischlokal gekriegt. Und den musste ich auf Säbel einpauken. Ich focht immer zum Einpauken im Festsaal von der Burschenschaft Rugia. Ich war ja der jüngste Fuchs damals. Ich war 18, 1930. Ich war 17,5, wie ich aktiv wurde. Und ich war 19, als ich meine 10 Partien schon hinter mir hatte. Und darunter war, bei den 10 Partien waren also 2 linkser Partien, eine Sekundantenkontrage, eine PP und eine schwere Säbelpartie. Wir haben ja eine 12-paarige Säbelswit gefochten, damals gegen den ATV Göttingen. Aus einer versoffenen Partie im Ratskeller in Göttingen hatte einer der Inaktiven von uns geschrieben, der ATV Göttingen hat einen ganz merkwürdigen Mesurstandpunkt und ihr müsst euch da mal verwundern. Das haben wir getan und der ATV Göttingen hat uns eine Forderung auf 24 Paare Säbelswit geschickt. Und der Waffenring hat dann die 24 Paar auf 12 Paar herabgesetzt. ATV focht ja nur Säbel.
Und ich musste den Graecumskurs, den ich gerade hatte, musste absagen, weil zu der Zeit ich auf Säbel eingepaukt wurde. Ich hatte das Paar der Eröffnung dieser 12-Pagen-Suite gegen den, wie es man mir sagte, den Fechtmeister der Universität Würzburg. Universitätsmeister wäre er gewesen. Ja, zwei letzte Gänge vor 15 Gängen, 2 Stunden hat es gedauert. Und die hatten also wirklich einen ganz miesen Mensurstandpunkt. Unser Testant rief einmal Bandagenpause. Und Unparteiische fragt, wieso Bandagenpause? Ja, Herr Unparteiische, das Kind des Gegenpaukanten konnte eben 10 cm hinter der Halsbinde verschwinden. So war. Und so dauerte das also denn, wie gesagt, 2 Stunden. Und 2 Gänge vor Schluss haben sie abgeführt. Da hat nämlich auch unser Testant, der Saarbrücker, Altsemester Weimar, angefragt, halt! Und Parteiische fragt, warum halt? Ja, der Gegenpaukant ist eben 2 Schritte hinter die Mensurlinie zurückgewichen. Woraufhin also der Sekundant der Gegenseite antwortet, es lag wohl an der Wucht der Hiebe des Gegenpaukanten. Also, die Kneipe, wir haben die 12-Page-Suite gewonnen, auf 2 Pauktagen, jeweils 6 Partien. Insgesamt 10 Partien hatten wir gewonnen. 1 Partie war ausgepaukt und 1 Partie mussten wir abführen. Und ihr könnt euch die Kneipe nach diesem Pauktag vorstellen. Henna Grebe führte das Präsidium und dichtete das Lied, als die Römer frisch geworden, sim, 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 sim. Hat er schnell umgedichtet, als die Göttinger frisch geworden, sim, 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 sim. Und die hatten einen Sekundanten, der Herr hieß Herr von Skale. Und statt dem Herrn Varus hieß es im Lied überall nur noch um der Herr von Skale. Wow, 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 wow. Das war die tollste Kneipe, die ich erlebt habe. Du hast gerade von diesen Marburger Geschichten erzählt, als wir telefoniert hatten. Ja. Da erzählst du mir von dem Verhältnis zu den Germanen, zu den Nachbarn. Ja. Vielleicht kannst du da was aus deiner Erfahrung berichten. Ja, die Germanen waren, hatten bei dem Antrag der Rhein-Franken als Burschenschaft aufgenommen zu werden, gewisse Hemmungen. Wir hatten das Grundstück, wo jetzt das Haus steht. Das Haus ist 1927 eingeweiht worden. Aber die Bebauung, die Pläne mit der Begutachtung durch die Nachbarn, die waren schon ein paar Jahre, lief das schon. Und die Germanen hatten uns also in der engsten Nachbarschaft eigentlich nicht gerne gesehen. Und so hatten wir in den ersten Semestern des aktiven Bundes immer wieder PP-Forderungen. Mal eine 12-Page, mal eine 6-Page und so weiter. Und nachdem das fertig war, hatten wir 1929-30 entsprechende PP-Forderungen mit der Arminia. Das lag daran, dass Arminen irgendein Saarbrücker war und der hatte auch also eine Bemerkung aus den Feriengesprächen gehört über den angeblichen Mensurstandpunkt der Arminen. Daraufhin haben die uns auch eine PP-Forderung geschickt. Und gleichzeitig hatten wir, wo wir gerade bei solchen Forderungen sind, bei der Landsmannschaft Saxonia, den Sachsen, die unten am Anfang der Seitenstraße ihr Haus haben. Da hatten wir mein Leibbursch, Kuppler aus Saarbrücken, bekam eine 3-Page Säbelforderung von einem der Sachsen. Und so weiter, auch weil er als Sekundant eigentlich unfair vorgelegen hätte und so weiter. Naja, und die Germanen, wie gesagt, hatten damals also ein gespanntes Verhältnis zu uns. Nach dem Kriege, als unser Haus noch beschlagnahmt war,
Und wir nur unten, ich als erstes die Küche frei bekam, konnten wir beim Stiftungsfest, natürlich hatten wir keinen Raum. Und dann hat beim ersten Stiftungsfest im Sommer 1949, haben die Alemannen uns ihr Haus zur Verfügung gestellt. Und 1950, das war das große Stiftungsfest, waren wir im Turnergarten unten, der Saal vom Turnergarten. Und für die anderen Veranstaltungen hatten wir das Germanenhaus zur Verfügung und im Jahr darauf, 1951, war auch das Germanenhaus. Und da wurde das Verhältnis zu den Germanen wurde wesentlich besser. Und zeitweilig war das so, dass man also in einer Kneipe noch zum Nachbarn ging, hin und her. Und waren sogar eine Zeit lang Überlegungen, den Zaun zu beseitigen. Und wir kamen auf diese Frage durch das Dach, die Terrasse. Genau. Nämlich das Flachdach auf dem Leseraum. Neben dem großen Kneipsaal ist ja gegenüber von dem Roten Zimmer. Von der inaktiven Ecke auf der gegenüberliegenden Seite das große Lesezimmer, was auch das kleine Konventszimmer war. Und das Flachdach, damals war eine strenge Vorschrift, Betreten des Flachdaches war verboten. Genau wie die Geschichte mit der Hängelampe in der Diele, war auch streng verboten. Aber deswegen war das Dach auf dem Leseraum nicht betreten und wurde auch nicht genutzt als Terrasse. Wenn das in den letzten Jahren irgendwie anders geworden ist, das entzieht sich meiner Kenntnis. Es hat nur eine Verärgerung mit den Germanen, muss auch schon wieder 10, 15 Jahre her sein, dass da irgendwelche im besoffenen Kopf da irgendjemand mit dem Luftgewehr oder Alarmpistole von den Germanen öfters zu uns rauf auf die Fahnen und so weiter geschossen hätte. Und da hat es also da also auch bösen Ärger gegeben. Du hattest gerade den Leuchter in der Diele, also im Flur erwähnt. Ja, die Hängelampe. Die Hängelampe. Ja. Wie lange hing denn da eine Lampe? Also wir haben die ja gar nicht mehr kennengelernt. Die war von oben aus dem Dach verankert. Durch die, war ja offener Umgang. Durchs Treppenhaus. Ja, in dem gewundenen Treppenhaus. Bis unten war so auf der, etwas unter dem Geländer im ersten Stock. Sodass er von dem Gelände über das Gelände rüber da drauf sprang. Wer ist da drauf gesprungen? Der Bundesbruder Rasch, Günther Rasch. Er lag dann hier mit so einem bandagierten und fixierten Kiefer, um den wieder zusammenzubringen. Jetzt hast du gesagt, du hast innerhalb von 2 Jahren hast du über 10 Partien gefochten. Ja. Das war eine sehr, sehr rege Mensurtätigkeit. Du hast berichtet, dass also auch... Zu inaktivieren mussten 6 gültige Partien gefochten 6 werden. 6 Pflichtpartien gab es. 2 waren Fuchsenpartien mit praktisch nur hohen Hieben und 4 normale Partien und so weiter. Ja. Die Forderungen, die kamen, die waren sowohl auf Schläger als auch auf Säbel. Schläger. PP-Forderungen innerhalb der Burschenschaften waren auf Schläger, PP pro Patria. Mit dem Unterschied, dass sie nicht 10 Gänge, sondern 15, nicht 10 Minuten, sondern 15 Minuten zu je 4 Gängen hatten. Es gab aber auch Säbelforderungen zwischen den Burschenschaften. Der Fips Mörbel von uns, auch Saarbrücker, hat auch also mit einem Armin eine Kontrahage gehabt und da gab es auch eine Säbelforderung. Und der hatte nach der ersten Partie, da wurde er durchgezogen durch den Sekundanten, konnte der ja, hat der rechte Arm ausgekugelt und da wurde er, um ihn also vor weiteren Dummheiten waren ja zum Pistolenburschen erklärt, woraufhin er also doch öfters die Schnauze halten musste. Dazu ist es dann nicht gekommen. Nein. Aber wie gesagt, der Sekundant, der ihn da durchgezogen hatte, der bekam dann eine dreipaarige Säbelsuite
mit den drei Chargen der Arminia. Bei der 12-Pagen-Suite hatte es übrigens unter dem ATV selbst eine Konsequenz. Der Marburger ATV, der Mensurschutz, der Göttinger ATV gegeben hatte, war zutiefst verschnupft durch den schlechten Mensurstandpunkt der Göttinger und hat bei der zweiten Auflage, den zweiten Schub der 6 Partien, dann die Mensurbeurteilung übernommen. Aber da war auch wieder einer bei den ATVern und da haben sie nicht sofort abgeführt. Und da hat ein Arminenfuchs, ihr könnt euch vorstellen, der Saal des Gasthofes Marbach, da standen ja die Leute von allen Marburger Burschenschaften, alle Semester, alle Jahrgänge waren da. Das war wie in einem Stadion, hin über Reihen übereinander. Und aus der letzten Reihe, da hat ein Arminenfuchs gerufen, der steht ja wie ein Eichbaum, wenn der Wind weht. Danach hatten die Arminen gut zu tun. Nein, nein, da hat der ATV Marburg, der für die Mensurbeurteilung zuständig war, sich beleidigt gefühlt. Und dann hat er von dem, von allen Marburger ATVern und Göttinger ATVern eine Säbelforderung bekommen. Der arme Fuchs hat 104 Säbelforderungen bekommen. Das wurde dann vom Waffenring auch wieder in 3 Forderungen abgedreht. Wie es dann weiterging, weiß ich nicht mehr. Also ich weiß, nur ein einziges Mal hat es den Fall gegeben, dass ein Sekundantenkontrahage, dass der 2 Partien an demselben Porktag hatte. Die Arminen hatten damals 2 wohlgefürchtete Fechter, die auch immer wieder Sekundanten waren. Und der eine war Todenhöfer, der Vater von dem Politiker Todenhöfer. Ja. Und der andere war Leuchtenberg und ich glaube, der Todenhöfer war es. Die waren also so gefürchtet und der wurde als Sekundant rausgedreht, weil er also da beim dritten Monitum rausgedreht wurde. Und dann hatte der Testant, der ihn rausdrehen ließ, bekam dann von dem die Testanten Sekundantenkontrahage. Und die wurden am gleichen Ort ausgetragen. Bei mir bei einer Sekundantenkontrahage gegen den Linkser war gegen den Linkser, gefürchtetes Linksfechter damals in Marburg, Mühlner von Germanen. Bei einem Linkser gab es nicht die Regel, dass sofort die Kontrahage ausgetragen werden musste, sondern dass der eine Partner Gelegenheit zum Einpauken haben muss. Und so habe ich dann eine einzustudierende, einzupaukende Partie noch mit einem Arminen gehabt, die aber suspendiert wurde, weil der irgendwie wegen Herzfehler nach der Hälfte suspendierte. Wie ist der Fechtunterricht gelaufen? Der Fechtunterricht, man musste bei dem Universitätsfechtmeister zwei Fechtkurse belegen. Das waren je 15 Stunden, 2 Kurse hintereinander. Die erste war auf hohe Hiebe und die zweite war auf alle Hiebe. Und im Bedarfsfall musste man einen dritten Kurs wiederum 15 Stunden einen Säbelkurs machen. Und das war also ein Universitätsfechtlehrer bei der Universität angestellt. Und war in der, wie hieß die vor dem Haus, wir haben es vorhin genannt, am Renthof. Bevor es zum Renthof ging, ging rechts runter, nicht geradeaus der Steinweg, sondern rechts runter am Roten Berg. Ja. Oder so, so ähnlich, ja. Und da unten in der Ecke war das Haus mit 2-3 Sälen, in dem die Fechtübungen waren. Und darüber hinaus gab es einen Bundesbruder, einen Fechtwart? Der Fechtwart, jedes Semester hatte einen Fechtwart und die Leitung hat auch einen Vertreter, der immer die Leitung der Fechtstunde hatte. Und die Verpflichtung war, man hatte in der Woche 10 Fechtstunden im Bund.
Und das waren dann ja 40, 50 Und die konnte man auswählen. Also man hatte vor den Vorlesungen, also morgens vor 8 Uhr, vor dem Mittagessen, nach dem Mittagessen und vor dem Abendessen. Also 4 Möglichkeiten am Tag, das waren an 5 Tagen, mit Ausnahme von Freitag. Denn Freitag war ab 18 Uhr schon meistens Pocktag. Wenn zu viele Partien waren, ja, allein bei den Rheinfranken waren 16 Bundesbrüder, die eine Pflichtmensur, 2 Pflichtmensuren im Semester haben mussten. Und das bei den anderen Bündern auch. Und dementsprechend war das ein Gedränge. Man musste für den Verlauf, normalen Verlauf eines Pocktags 30 Minuten pro Partie bringen. Ja. Und so war das denn. Also morgens im Sommer um 6 Uhr fing der Pocktag auf der Marbach an. Dann pilgerten da die Ritterstraße rauf oder die Kugelgasse rauf. Pilgerten da die verschiedenen Bundesbrüder, die sich trafen, um alle zur Feststunde oder zum Pocktag zu wandern. Oder im Winter in der Nacht um 6 Uhr bei völlig stockdunkler Nacht den kleinen Fußweg am Hang oben vom Ende der Lutherstraße führt ein kleiner Fußweg nach der Marbach. Mhm. Und den also bei Dunkelheit pilgerten die dann alle zum Pauksaal. Als du das erste Mal nun in Marburg warst, was hast du beim Anblick des Hauses empfunden? Oder was gefällt dir bis heute am besten daran? Ja, also das Haus war direkt als modernes Kooperationshaus. Auch der Architekt gehörte zu den modernen Richtungen, der modernen Sachlichkeit und so weiter. Anders als die älteren Kooperationshäuser, etwa das Alemannenhaus, ein typisches, oder das Haus der Renan, der Marburger Renan, nicht der Straßburger Renan. Straßburger Renan ist ja ein Haus der 20er Jahre. Und vor allem hat uns imponiert der Kneipsaal. Ein durchgehender Kneipsaal in dieser Größe, mit der Eignung für, also man muss das überlegen, Antrittskneipen war bei den Rheinfranken, war also das immer ein Ereignis unter den Marburger Burschenschaften. Da waren an die 100 Leute im Saal. 3 lange Kneipptafeln der Länge nach. Das war der Verkehrsraum eigentlich, der Stammtisch der auswärtigen Inaktiven. Die Schmetterbank war der Name des Stammtisches der auswärtigen Buchsen bei Bob. Die Schmetterbank. Und das war, für die war offiziell die Rheinfranken-Verkehrsburschenschaft bei den großen Kneipen. Und dann kamen so und so viele Altherren und Inaktive noch aus der Umgebung und so weiter. Bei einer Aktivität von 40 Leuten, muss man ja doch überlegen, was waren. Also die 3 langen Kneipptafeln waren voll besetzt. Und dann die moderne Verbindung des Kneipsaals mit Vortragsraum und auch Raum für Musik und so weiter mit den Emporen. 4 Emporen da oben drüber, dann in der ganzen Ausdehnung des Kneipsaals ein Pauksaal, ein Festsaal oben, der ja auch von vorne bis hinten die Ausdehnung hatte. Also das hat uns natürlich wahnsinnig imponiert, die modernen Formen natürlich auch. Und von besonderem Reiz war immer, wie gesagt, das Treppenhaus mit den bunten Glasscheiben. Das war mal etwas anderes, das war nicht der Butzenscheibenstil der Häuser wie beim Alemannen und beim Germanen, sondern es war moderne Sachlichkeit. Und die Lampe, wie gesagt, an einer geschmiedeten Metall-, also Bronze-Gliederkette von oben bis unten hin. Ja. Und wie gesagt, noch im dritten Stock noch 3 Fremdenzimmer. Da unten 2 Doppelzimmer und ein Einzelzimmer für den Sprecher. Also diese Ausstattung, die Einrichtung der Zimmer waren ja von den verschiedenen Ortsgruppen der Altherrenschaft gestiftet und so weiter. Also das hat uns doch wahnsinnig imponiert.
Du hattest es gerade erwähnt, es gab also drei Buden auf dem Haus. Drei Bundesbrüder konnten dort wohnen. Ja. Und das waren die Zimmer ganz oben. Ja. Über dem Parkboden noch. Über dem Parkboden. Ja. Und das wechselte dann im Semester. Das war an die Funktion. Ja, ja. Das waren also, in der Regel war der Schriftbracht und der Sprecher da oben. Und es gab durchgängig einen Fax, du hattest eben einen Faxen erwähnt? Der mit Familie unten lebte. Und der Fax hatte, war Herr Busch, der hatte zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Und das Mädchen tat er klugerweise aus dem Hause, nachdem das also in die Backfischzeit kam, um also vor etwaigen Belästigungsversuchen trunkener Rheinfranken sicher zu sein. Hatte irgendwo in der Familie, war dann sein, ich weiß nicht mehr, wie das Mädchen hieß. War das ein Mann aus der Region oder kam der? Nein, das war ja, damals war das ein hoch angesehener Beruf, Hauswart, Fax einer Kooperation zu sein. Und die Faxen aller Marburger Kooperationen, das waren ja in Marburg auch an die 40, 50 Kooperationen, bis zu einer weiblichen studentischen Kooperation und so weiter, hatten einen eigenen Verein und hatten eine eigene Tracht. Eine Dienstmannsmütze mit dem Farbband des Bundes und einer bestimmten uniformähnlichen Jacke. Die Marburger Zeit, die ich erwähnte eben, die großen Ereignisse, die großen Kneipen und so weiter. Wir haben große Stiftungsfeste noch in den 30er Jahren, nachdem der Aktivitas schon reduziert war auf Kameradschaft Herold, noch große Stiftungsfeste gehabt, dass also auch die Teilnehmer auf dem Pauchboden oben zu sitzen hatten. Dass also der Saal unten, die Sitzräume um neben dem Tanzsaal und der Kneipsaal die Sitzräume waren. Und so weiter. Es durfte aber auf dem Kontraboden durften nur zwei oder drei Paare tanzen. Wenn also der gesamte Verein auf dem Pauchboden getanzt hätte, wäre die Belastung zu stark gewesen. Ja, von Marburg nach Wien nochmal. Unsere Verkehrsburschenschaft in Wien war ja die Burschenschaft der Ostmark, die ja die gleiche blaue Couleur hatte wie wir. Und wir hatten ein sehr enges Verhältnis zur Ostmark. Die war ja nun die radikal deutschnationale Burschenschaft. Die war halt vor allem also innerhalb der österreichischen NSDAP einen ganz erheblichen Zulauf. Und war ja 1934 vor allem mitverantwortlich an dem Putsch gegen den österreichischen Bundeskanzler Dollfuß mit dem Sturm auf die RAWAG, die Rundfunkanstalt, und bei dem Sturm, wo Dollfuß tödlich verletzt wurde und so weiter. Deswegen also die Ostmark, die war eine Tochter der Olympia Wien. Nach dem Kriege nicht mehr aufmachen durfte in Österreich, sondern nur die Olympia, die aber auch wieder ein enges Verhältnis zu uns im Bund in Marburg hatte in den 50er Jahren. Und also die Ostmark waren also ein Verein von Rabauken, kann ich nur sagen, österreichischer Art und so weiter. Da machte man auch, wir machten auch da auf dem Paukboden gelegentlich mit. Ein Buchser, Sohn eines Düsseldorfer Malers von Perfall, war auch mit bei mir, immer bei der Ostmark. Haben oft auf dem Parkboden da auch nach der österreichischen Art etwas die Fechtübungen gemacht. Und am schönsten war immer die Geschichte von Egon Bünger, der auch bei der Ostmark alles mitgemacht hatte. Ein Ex-Bummel der Ostmark. Im Mai in den Wiener Wald, dass die Herren Studenten Maikäfer fingen und den Damen in den Ausschnitt reinsteckten.
Ich habe also selbst ein Jahr danach erlebt, dass der Erstchargierte der Ostmark in seinem Schlussbericht über den Messler auf der Schlussgabe sagt: Ein Ziel haben wir erreicht, dass keine Dame mehr unseren Einladungen zu unseren Veranstaltungen kommt. Endlich sind alle unsere Veranstaltungen frei von Damen. Das war der Rabaukenverein. Ja, was die Maikäfer anging, gab's Egon Binger auch nie zu erwähnen. Dann haben sie auch eigenhändig den Maikäfer wieder rausgeholt. Mhm. In Berlin musste ich natürlich auch also immer wieder, wir hatten einen älteren Bundesbruder, war ein Jahr vor mir, Ladwig, so ein richtiger ostpreußischer, pommerscher, hinterpommerscher Rittergutsnachkomme aus der Landwirtschaft. Und der soff auch irrsinnig und hatte oft natürlich auch seine Couramagen. Und da musste ich also denn sowohl den wie erwähnt vorhin schon Memmert und so weiter einpauken. Und dabei war auch dann der Sprecher, der Herr Zünen, Gerber, war Sprecher zu meiner Zeit, Sprecher bei den Herrn Zünen. Der war dann auch da einer der Paukanten. Wir mussten denn da also immer wieder die Leute beim in der Säbelpartie einpauken. Mit Herrn Zünen war schon damals ein enges Verhältnis, was auch durch das Auftreten da eben meine Funktion als Vorsitzender eines Ehrengerichtes war auf Betreiben eines Herrn Zünen in Berlin. Wir hatten dann nach dem Kriege ja den Antrag, die Gemeinschaft mit Herrn Zünen, und dann kamen die Beschlüsse von beiden als Herrenverbänden, der Marburger Herr Zünen ja und der Rhein-Franken, dass die Herr Zünen im Rhein-Franken-Bund aufgehen wollten. Die Verhandlungen dazu lagen im Wesentlichen bei mir als dem Vorsitzenden des AHV, und der Vorsitzende des Herr Zünen-Verbandes war Erich Kunze-Brack. Und das Verhältnis erleichterte sich wesentlich dadurch, dass Erich Kunze-Brack auch aus Saarbrücken stammte. Er war bei den Herr Zünen und er hatte auch seine Doktorarbeit geschrieben in Marburg beim Deutschen Sprachatlas über die Stadtmundart der Stadt Saarbrücken. Und so kamen die Herr Zünen zu uns. In meiner späteren beruflichen Tätigkeit, nochmal 1970 bis 1973, war ich in Hamburg und war da sehr häufig abends mit Erich Kunze-Brack zusammen. Dein beruflicher Werdegang, da ist ja einiges, sehr vieles, schier unglaublich vieles zu nennen. Kannst du das in einer Art Revue kurz zusammenfassen? Wir waren stehen geblieben, dass du in Düsseldorf, glaube ich, bei den Unternehmensarchiven, das war das Letzte, was du... Bei der Verbindungsstelle Altersverschriftung und Presse. Genau. Das sollte ich für die Betreuung von Wirtschafts- und Werksarchiven sein. Dazu hatte natürlich auch meine Biografie eines Eisenindustriellen schon geführt, dazu aber auch meine Tätigkeit in der Sicherstellung von Archivalien, von Hüttenwerken und so weiter. Und nun kam aber im Sommer 1939 der Kriegsausbruch. Und da war natürlich die Betreuung von Wirtschafts- und Werksarchiven, war natürlich also da kein kriegswichtiges Thema. Und ich wurde sofort eingesetzt aufs andere, hatte also da nun verschiedene Aufgaben, das Kriegstagebuch der Stahlindustrie zu führen. Die Stahlindustrie legte Wert darauf, gegenüber den Vorwürfen der NS-Rüstungspolitik, dass sie nicht genügend Kriegsvorbereitungen und so weiter getroffen hätte. Und dann legten wir Wert darauf, das Kriegstagebuch der Stahlindustrie zu führen. Und das bekam ich aufgrund aller wöchentlich zu erstattenden Berichte der Werke und so weiter. Und dann kam aber im Sommer 1940 der Ruf des Vorsitzenden der Eisenhüttenindustrieorganisation im Südwesten, im Saargebiet, Hermann Röchling, großer Eisenhüttenmann des Hüttenwerks Völklingen.
Er holte mich aus der Geschäftsführung der Nordwestgruppe der Eisen- und Stahlindustrie nach Saarbrücken wiederholen. Und so wurde ich im Herbst 1940 als Geschäftsführer der Südwestgruppe der Eisen- und Stahlindustrie wieder nach Saarbrücken geholt. Und die Südwestgruppe hatte inzwischen auch die Betreuung der kommissarisch verwalteten Eisenhüttenwerke in Lothringen und im ostfranzösischen Departement Meurthe-et-Moselle. Die Werke dort waren zum Teil ja Tochtergründungen der saarländischen Hüttenwerke gewesen, die 1919 ihnen enteignet worden waren. Und so war deren Beauftragung mit einer Zwangsverwaltung bis zu einer Regelung in einem Friedensvertrag war die logische Konsequenz der Besetzung. Und Hermann Rösching beispielsweise, der Chef der Eisenhüttenindustrie, zu dieser Zeit war der Gründer und Werksleiter des Lothringischen Hüttenwerks in Karlshute bei Diedenhofen. Und so war ich also in der Eisenindustrie, wurde dann eingezogen als Kriegsverwaltungsrat für die Eisenindustrie in Zentralrussland, schrieb in dieser Zeit eine gutachtliche Arbeit über die Eisenerzeugung und Versorgung in Zentralrussland, wurde dann aber wieder auf Arbeitsurlaub nach dem Westen geschickt, denn der Eisenindustriebezirk Mitte im Osten ging verloren. Gott sei Dank war ich von der Ostfront weg und war im Westen wieder, und dann beschloss also die höhere Wehrmachtleitung, dass meine Wirkung wesentlich wichtiger sei als Panzergrenadier, denn als Kriegsverwaltungsrat. Und so wurde ich Panzergrenadier bei einer Einheit in Heidelberg, die dann nach Bitsch verlegt wurde, und wurde dann nach 14 Wochen zum Gefreiten befördert. Und warum ging das so schnell? Ich hatte 1933 als einziger neben unserem verstorbenen Bundesbruder Wilms die Auflage erfüllt, der deutschen Burschenschaft vor der Inaktivierung oder Aha-Ernennung ein Wehrsportlager zu absolvieren. Der Bund hat damals den Auftrag der deutschen Burschenschaft, dass vor der Aha-Ernennung jeder ein Wehrsportlager haben sollte. Und die beiden Einzelnen, die diese Auflage erfüllt haben, war am Truppenübungsplatz Döberitz, war der 1935 verstorbene Bundesbruder Wilms und ich. Und Truppenübungsplatz Döberitz, damit hatte ich die Grundausbildung, und das erleichterte meine militärische Karriere nachher innerhalb von 14 Wochen zum Gefreiten und Zugführer befördert zu werden. In dieser Eigenschaft ging ich dann also im Oktober 1943 an der italienischen Front über Englische in die amerikanische Kriegsgefangenschaft. Na, in der Kriegsgefangenschaft natürlich eine Erinnerung noch an die Tätigkeit bei der Industrie und so weiter. Ich wurde sofort von den USA in das Vernehmungslager bei Washington verbracht mit 15 anderen Kameraden, weil die Genossen, die amerikanischen Genossen, den Verdacht hatten, dass ich etwas mehr war als nur Privatgelehrter. Ich reiste beruflich immer nur als Privatgelehrter. Und dann kam plötzlich einer, die waren ja alles in Deutschland ausgebildet, diese Besatzungsoffiziere für Vernehmungen. Haben Sie nicht auch Beziehungen mit der Wirtschaft gehabt? Ja, doch, ja, ja. Beziehungen mit der Reichswirtschaftskammer? Ja, ich sage, doch, ja. Ja, wie denn? Ja, ich war Mitglied eines Ausschusses der Reichswirtschaftskammer. Was für ein Ausschuss denn? Ja, in einem Ausschuss zum Schutz der Archive und der Kulturgüter gegen amerikanische Luftangriffe. Damit war die Vernehmung zu Ende. Und nach mir wurde aus dem nächsten Stammlager, in dem ich inzwischen war, der dortige Lager deutsche Dolmetscher, ein Österreicher namens Kieslinger, nach Washington geholt, auch zur Vernehmung. Ich sagte ihm, wenn der und der Amerikaner Sie vernimmt, der und der sieht so aus, dann sagen Sie dem einen schönen Gruß von mir. Und der sagte dann dem amerikanischen Offizier, ich soll Ihnen einen schönen Gruß sagen von meinem Kameraden Helwig.
Wie, was, Helmich? Also, hör dir auf, das war der ungezogenste Kerl, den wir bisher hier hatten. Und so wurde ich aber von Lager zu Lager befördert und landete zum Schluss im Straflager. Correction Camp for Non-Cooperative People in Alva, in Oklahoma. Das ist noch nämlich der Abschluss meiner militärischen Karriere. Ich sollte wieder in das Correction Camp Straflager, diesmal auf den Orkney-Inseln, verschickt werden. Und am Sonntagnachmittag, ich saß schon auf meiner Pritsche mit dem gepackten Seesack, um abgeholt zu werden, da kam dann der Lager-Surgeon, ein Wiener Immigrant, auspacken, du bleibst hier. Ich sag, was ist los? Ja, der Chef hat gesagt, der bleibt hier. Und nach 4 Wochen lässt der Kommandant, ein englisch-irischer Oberstleutnant, mich kommen und sagen, hilf ich, ich habe Sie 4 Wochen beobachten lassen, ab morgen sind Sie German Camp Leader. Ich habe beobachten können, dass Sie das ganze Lager hinter sich hatten. Und dann kam also wieder die Abordnung vom War Department, die uns politisch zu begutachten hatten. Und ich sagte, wie, was, der Helwig, der ist immer noch da, der sollte doch ins Straflager. Und dann sagte der englische Oberstleutnant, er hat das Lager in der Hand und da sagt, hier herrscht Ordnung im Lager. Und so war das eben. Tja, und dann bist du nach der Kriegsgefangenschaft zurück nach Deutschland gekommen? Ja, meine Frau war mit den Kindern aus Saarbrücken ausgewiesen worden. 1946 war sie ihren Eltern nach Düsseldorf gegangen. So wurde mein Standort Düsseldorf. Ich habe von Düsseldorf aus dann auch wieder sofort Aufträge von der Eisenindustrie bekommen, die in dem Fall in Auseinandersetzung mit der englischen Eisen- und Stahlkontrolle standen, Dekartellierung und Konzernentflechtung und so weiter, und musste eine ganze Reihe von gutachtlichen Arbeiten, die zur Vorlage an den Wirtschaftsrat in Frankfurt machen, so dass ich also in Frankfurt als Zuschauer auch die Wahl von Ludwig Erhard als Direktor der Verwaltung für Wirtschaft miterlebte. Ich war nicht Abgeordneter zum Wirtschaftsrat, sondern saß unter den paar Zuschauern, die dahinter eingeladen waren. Und so kam es denn, dass ich von Freunden aus der CDU eingeladen wurde, mich zu beteiligen an den Ausarbeitungen für ein wirtschaftspolitisches Programm der CDU. Aus diesem wirtschaftspolitischen Programm der CDU, unseren Vorarbeiten in unserem Kreis in Köln und Düsseldorf und Duisburg, wurde dann das marktwirtschaftliche Programm Düsseldorfer Leitsätze, das Programm Soziale Marktwirtschaft. Im Februar 1949 hatten wir dann zu unserem Arbeitskreis auch Ludwig Erhard hinzugezogen und er vertrat dann also unsere Linie, dann nachher auch vor dem Zonenausschuss der britischen Zone unter dem Vorsitz von Adenauer. Und Adenauer war so beeindruckt, dass er sagte, meine Damen und Herren, Sie haben gehört, was der Herr Erhard vorgetragen hatte, das wäre ein gutes Wahlprogramm. Und ich hatte Adenauer schon im Januar 1949 1948 schon kennengelernt. Er war damals Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Wir tagten noch im Werksgasthaus der Henkelwerke und es ging um die Anträge des linken Flügels der CDU und der SPD zur Vergesellschaftung der Grundstoffindustrie in Nordrhein-Westfalen. Und mein Patron bei der CDU, der mich also zu diesen Arbeiten in der CDU herangezogen hatte, war der Rechtsanwalt Etzel, der später Mitglied der Hohen Behörde wurde, befreundet mit Jean Monnet, erster Vizepräsident der Hohen Behörde der Montanunion. Und die Beziehung Etzels zur Montanindustrie als Anwalt und Notar in Duisburg lagen auf der Hand. Und so wurde ich dann auch der Mitarbeiter von Etzel in dieser Zeit, insbesondere zu allen Fragen, die die Eisen- und Stahlindustrie betrafen. Und wir haben den Adenauer,
die Ausarbeitungen über Stellungnahme zur Vergesellschaftung. Und Adenauer erreichte dann, dass die CDU-Fraktion sich enthielt der Stimme, sodass der SPD-Antrag keine Mehrheit bekam. Und dann haben wir also Ludwig Erhard vor den Zonenausschuss geholt. Und ich sagte ja schon eben, wie Adenauer reagierte, das ist ein gutes Wahlprogramm und so weiter. An mehr hat er nicht gedacht. Und ein paar Wochen später wurde dann also offiziell unser Entwurf nach einführendem Vortrag von Ludwig Erhard von dem Zonenausschuss der CDU in der politischen Zone angenommen als das Programm der CDU. Wir hatten noch Programm CDU-CSU auf den Titel draufgesetzt. Und die CSU protestierte, sie wäre an den Vorbereitungen gar nicht beteiligt gewesen. Sie protestierte, wir mussten die gedruckte Gesamtauflage des ersten Programms einstampfen lassen, weil die CSU ablehnte, das Programm mit zu unterschreiben. Ich habe damals in solchen Verhandlungen mit den CSU-Führern wiederholt gesagt, wissen Sie, meine Herren Freunde aus der Partei, was uns in der übrigen Bundesrepublik fehlt? Eine kräftige Los-von-Bayern-Bewegung. Also, was wir heute erleben, hatte schon alles eine Vorgeschichte. Mhm. Ja, dann kam es, Montanunion bis und so wurde ich denn 1953, Etzel war nach Luxemburg gegangen. Und es galt darum, den Wahlkreis von Etzel weiter zu übernehmen. Das wollte Etzel mir zutrauen. Adenauer hatte sich in verschiedenen Briefen da schon stark gemacht. Und dann aber kam Etzel und sagte, ich habe dem Agrarminister Lübcke versprochen, er bekommt meinen Wahlkreis, wenn er in seinem Heimatkreis nicht aufgestellt wird. Lübcke fiel bei der Kandidatenaufstellung in seinem sauerländischen Wahlkreis durch, sodass Etzel seine Zusage, sein Wahlkreis soll ich bekommen, zurückziehen musste. Und er sagte, dafür werden Sie aber auf der Landesliste aufgestellt. Die CDU-Bundestagsfraktion brauchte ja einen wirtschaftspolitischen Sprecher. Bis dahin hatte sich außer der im Kreis um Erhard, dazu gehörte ich, keiner dazu profiliert. Sodass als ich auf der Landesliste 53 zugunsten von Lübcke aufgestellt wurde und ich war Nummer 13 auf der Landesliste, aber die Nummern vor mir, die waren alle schon auf dem Wahlkreis sichergestellt. Und so kam ich in den Bundestag. Und dann habe ich der Saarfrage wegen, die im Europarat schon anstand, habe ich erreicht, dass die Fraktion mich als stellvertretenden Delegierten in die beratende Versammlung des Europarats delegierte. Und dort war ich natürlich sofort auch wieder der Referent für die Montanindustrie. Alles, was die Montanunion in dem Europarat vorzutragen hatte, musste von mir bearbeitet werden. Ich war der ewige Referent für die Montanunionsfragen und damit kam natürlich auch die Vorgeschichte der römischen Verträge EWG. Und so wurde ich dann zusammen mit Roy Jenkins, dem späteren englischen Schatzkanzler, Berichterstatter für die römischen Verträge, EWG-Vertrag und Euratom-Vertrag, 1956-57 Berichterstatter für die Verträge im Bundestag. Mit Roy Jenkins blieb das Verhältnis. Den Schlussbericht haben wir in der Wohnung von Roy Jenkins in London bereitet. Und Roy Jenkins war später Schatzkanzler in England. Und dann nachher Präsident der EWG-Kommission. Aber das war schon nach meiner Zeit. Da war ich aus der EWG schon wieder ausgeschieden im Sommer 1940. Und England war ja noch nicht Mitglied. England wurde erst 1973 Mitglied der EWG-Kommission. Ja, und so war ich dann also in der Politik, einschließlich der Wirtschaftspolitik und der europäischen Integration und so weiter. Ja. 1967 kam die Fusion der drei Exekutiven der EWG, der Montanunion und der Euratom, der Atomgemeinschaft.
Und für die Montanunion, für die Hohe Behörde, bin ich denn nominiert worden als Mitglied in der neuen Kommission der drei Gemeinschaften. Und blieb bis 1970. Ich musste den Posten, erstens war unser Mandat nur für 3 Jahre. Die Zusammenlegung der drei Gemeinschaften war ein Sondermandat für 3 Jahre. Und inzwischen war in Bonn die Koalition SPD und FDP an der Regierung und die FDP, Scheel, verlangte, wir sind jetzt die Koalitionspartei zur SPD, wir verlangen jetzt den Sitz in der neuen Kommission. Und so kam an meiner Stelle von der SPD Herr Dahrendorf. Er blieb aber relativ kurz, 2 oder 3 Jahre, er fühlte sich gar nicht wohl. Und dann entschwand er nach England, London School of Economics. Und naja, da blieb er denn und wurde dann schließlich Sir Ralph Dahrendorf. Die FDP hatte kein Glück mit ihren Nominierungen. Nach dem Dahrendorf kam, ich komme nicht mehr auf seinen Namen, so unbedeutend war er, der war dann Botschafter, war Schwiegersohn von Speidel, dem General Speidel. Und er war Botschafter in Madrid und musste aber abtreten wegen unsauberer Geschäfte, die also, naja, nicht näher untersucht wurden, aber er musste zurücktreten und aus dem Auswärtigen Dienst ausscheiden. Und damit war also, ja, den sie dann später wieder hinschickten, die FDP, das war, wie war der? Baumann. Mit dem hat die FDP auch kein Ruhmesblatt geerntet über das Auftreten und die Rolle von Herrn Baumann in der Kommission. Seitdem hat die FDP sich von Ansprüchen auf einen Kommissionssitz zurückgezogen. Naja, und ich musste natürlich nach den 3 Jahren, wir hatten ein Berufsverbot, wenn wir ausschieden, was Baumann nicht beachtete. Ich bekam dann die Anfrage von dem Verband Deutscher Reeder. Ich konnte da zusagen, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Verbands Deutscher Reeder, Seeschifffahrt in Hamburg, denn die Verkehrswirtschaft und insbesondere die Seeschifffahrt gehörten noch nicht unter die Jurisdiktion der EBG-Verträge. Sodass also ein Konflikt zwischen meinen Funktionen in der EBG, das war Forschung und Technologie und allgemeine Forschung und die gesamte Euratomforschung, ein Konflikt zwischen späteren Funktionen ergab sich nicht. Und es hat mich aber interessiert, die Seeschifffahrt vorzubereiten auf den zu erwartenden Beitritt zum EBG-System, England und Dänemark und Irland, die Verhandlungen liefen erst. Der Beitritt erfolgte erst in der letzten Phase meiner Tätigkeit in Hamburg und ich konnte gleichzeitig die verschiedenen europäischen Reederverbände zusammenbringen zu einem europäischen Reederverband. Außerdem durch Vorträge und Bildungsveranstaltungen eine ganze Reihe von Vorbereitungskursen für EBG-Recht aus der Sicht und für die Seeschifffahrt. Und so war das in Hamburg und nach Ende 73, ab Sommer 74 hörte ich auf, nachdem ich ein letztes zweibändiges Gutachten geschrieben hatte über Seeschifffahrt unter verschiedenen Flaggen, den Beginn der Ausflaggung der deutschen Schiffe, dass sie auch unter Schiffregistern in anderen EU-Ländern Schiffe führen konnten und nicht genötigt waren, immer nur unter deutscher Jurisdiktion zu fahren. Wenn man von der Industrie die Internationalisierung verlangte, warum nicht auch von einem internationalen Gewerbe wie der Seeschifffahrt? Ja, und so kam das. Ab 1974
habe ich mich dann nachher meinen Hobbys weiter gewidmet, habe noch eine Reihe von Ehrenämtern, den Vorsitzender des Volkswirtschaftlichen Ausschusses der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Vorsitz im Verkehrsausschuss der Internationalen Handelskammer und so weiter. Aber wenn man mal zurückführt von den Anfängen, dem örtlichen Bezirk mit seinen regional und lokal bestimmten Problemen, Saarland, über die Montanindustrie, ihre Ausbildung, Ausweitung bis zur Ruhr, dann die europäischen Bezirke, Belgien, Luxemburg, Sowjetunion und dann nach dem Krieg in die gesamte deutsche Wirtschaftspolitik, dann die europäische Integrationspolitik und ab 1967 die Ausdehnung über die EWG hinaus. Ich hatte ab 1947 in der Kommission in Brüssel den Vorsitz des Ausschusses zur Vorbereitung der Beitrittsverhandlungen. Sodass ich also da auch den Finger noch drin hatte. Naja, und über die Forschungs- und Technologiepolitik, da kam natürlich sehr schnell auch unsere Beteiligung an der Weltraumforschung und so weiter. Ein gutes Verhältnis zu Glenn Seaborg, dem amerikanischen Nobelpreisträger, dem Entdecker des Plutoniums, und ein gutes Verhältnis zu Mr. Webb, dem Chef der NASA. Oben in meiner Kartensammlung in den Rollen befinden sich noch mehrere Rollen mit den frühesten kartografischen Darstellungen der NASA von der anderen Seite des Mondes und des Mars. Die hat mir Mr. Webb von der NASA für meine Sammlung eigens zugestellt. Wenn du jetzt eine Rückbetrachtung hinsichtlich Rheinfranken ziehst, was bedeutet es für dich, Rheinfranke zu sein? Was hat es dich in deinem Werdegang beeinflusst? Und wie siehst du die Situation der Rheinfranken heute? Ich habe die Entwicklung des Bundes in der Bundesarbeit seit 10, 12, 15 Jahren nur noch aus der Ferne, nur noch aus den gedruckten Informationen, aus den Berichten von einzelnen Bundesbürgern. Seit Jahren kann ich nicht mehr nach Marburg fahren. Daher kann ich also auch nur noch mit einer beschränkten Kenntnis mich äußern. Ich wiederhole hier aber, was ich auch der Saarbrücker Germania vor vielen Jahren schon vorgeschlagen habe. Die deutschen Kooperationen haben unter der Einstellung, von der ich ganz im Anfang gesprochen habe, was ich dem Theodor Heuss gesagt habe, die überschaubare Gemeinschaft, die Traditionspflege und natürlich ein entsprechendes, der Tradition entsprechendes Verhältnis zu dem Staat, zu unserer parlamentarischen Demokratie, habe auch dazu mich geäußert und glaube, dass das politische Interesse studentischer Kooperation heute auch ein wachsames Auge und Ohr haben muss auf die Wandlungen, denen das System der parlamentarischen Demokratie in diesem Zeitalter Globalisierung, Massenkultur, Kollektivierung und so weiter ausgesetzt ist. Das ist eine Aufgabe, die ist nicht damit erledigt, dass wir ein Grundgesetz haben, sondern dass wirklich von Jahr zu Jahr weiter durchdacht werden muss. Ich habe beispielsweise eine Formulierung einmal gebraucht, was ist in der Sicht etwa unserer politischen Parteien und der Verbände? Der Staat ist eine Maschinenanstalt, in der er nur noch zwei große Maschinen hat. Die Notenpresse und die Steuerschraube. Und der Kampf in den Wahlen geht darum, wer kriegt den Zugriff auf diese beiden Instrumente. Dass der Zugriff auf die Notenpresse inzwischen durch das europäische System erschwert ist oder behindert ist, ist ein Fortschritt. Aber das andere ist noch nicht in Ordnung. Der Zugriff auf die Steuerschraube.
Und außerdem glaube ich, dass die europäische Dimension viel stärker in die Ausbildung unseres studentischen Nachwuchses hineinkommt. Ich habe das besonders an dem Beispiel der Saarbrücker Germania gezeigt. Eine Kooperation in Saarbrücken müsste längstens freundschaftliche Beziehungen zu kooperationsähnlichen Studentenverbindungen in Straßburg, in Nancy und in Metz haben. Also das als Forderung gestellt. Reicht, glaube ich, um zu zeigen, welche Aufgabenfülle sich hier ergeben könnte. Ja, aus deiner Perspektive, deine 4 Jahre in Marburg. Bitte? Deine 4 Jahre in Marburg, die du in den 30er Jahren verbracht hast. Wie würdest du die beschreiben? War das einmalig? Waren das mit die schönsten Jahre? Ich möchte das in meinem Bildungsgang nicht vermissen. Es war bitterer Ernst, wurde aus dem, was wir als Scherz damals immer gesagt haben. Lass uns fröhlich sein. Wir sind der letzte Zweig einer aussterbenden Studentenromantik. Und das bedeutete auch die Wege zu neuen Aufgaben zu suchen.